Viele Gesundheitsämter, wie zum Beispiel das im Landkreis Regen, bieten kostenlose und anonyme Beratungen und HIV-Tests an. Nach einem Beratungsgespräch wird den Patienten Blut abgenommen und eingeschickt. Nach rund einer Woche Auswertungszeit wird das Ergebnis dann persönlich besprochen und anschließend anonym an das Robert-Koch-Institut weitergegeben. Und die werden natürlich registriert, aber man kann nicht zuordnen. Deswegen finden Sie, Sie werden im Internet nicht finden, wie viel das in Niederbayern Fälle gibt. Exakt. Man weiß ungefähr, wie viel neue Infektionen es in Deutschland gibt. Das kann man erfassen. Also man kann nur die Neuinfektion erfassen, aber man weiß jetzt nicht, wie viel gibt es wirklich. Es kommen ja von außen, wandern ja welche zu. Oder es gibt ja auch viele Fälle, die nicht erkannt werden, sondern erst nach Jahren. Das ist eine Schätzung. Also es wird ja momentan wird geschätzt, es gibt 10.000 in Bayern. Das ist eine Vermutung. Laut den Daten des Robert-Koch-Instituts haben sich von 2011 auf 2012 deutschlandweit 23 Frauen mit dem Virus infiziert. Eine Steigerung um 5%, die sich aber im Rahmen bewege, so das Institut. Die Zahl der HIV-Neudiagnosen bei Männern stieg um 11%, wobei vor allem Homosexuelle betroffen sind. Also man muss sagen, dass das Thema ja schon noch in den Köpfen drin ist, aber nicht mehr die Brisanz hat, als es in den 90er gehabt hat. Und die Leute, die freiwillig zum Test kommen, sind eher bei uns am Land eher wenig. Also wir haben eben so im Schnitt so 2 pro Monat, das ist relativ wenig. Ich glaube, es liegt aber daran, dass viele Angst haben, man könnte die erkennen. Und dann fahren lieber dann welche zum Beispiel nach Regensburg oder nach München und lassen sich dann da testen. Dr. Bernhard Edenharder ist seit 2009 am Regener Gesundheitsamt tätig. Während seiner Zeit dort hat es noch keinen einzigen Fall mit einem positiven Testergebnis gegeben. Ein Grund, um locker zu lassen, ist das bestimmt nicht. Vor 2 Jahren haben die niederbayerischen AIDS-Aktionstage im Landkreis Regen stattgefunden. Die Veranstaltung tourte von 2009 bis 2013 durch verschiedene Städte. Am 29. September findet sie in Landshut ihren Abschluss. Mit dem Aufkommen der Medikamente hat HIV etwas seinen Schrecken verloren. Also sie haben ja genauso eine Lebenserwartung wie der Nicht-Infizierte mittlerweile durch die medikamentöse Therapie. Trotzdem ist es aber so, dass es keine Heilung gibt und Prävention immer noch das erste Mittel der Wahl ist. Und der Sinn dieser AIDS-Wochen war oder ist, sowohl die Bevölkerung nochmal wachzurütteln. In den Köpfen der von uns Befragten scheint die Krankheit nach wie vor präsent. Ich meine, es ist jetzt heute nicht mehr so offiziell oder so, wie es vor Jahren war. Aber ich denke schon, dass man schauen muss, dass man es nicht verbreitet. Machen wir jetzt selber mal die Gedanken drüber. Man sollte da schon Obacht geben. Auch die Aufklärung von Jugendlichen finde ich in der Hinsicht wichtig, weil es was ist, was man schon immer im Hinterkopf behalten sollte. Wer sich vorsichtshalber einmal testen lassen will, kann das außer bei den Gesundheitsämtern zum Beispiel auch noch bei den Aktionstagen in Landshut tun.